Hallo und ich heiße euch herzlichst willkommen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks. Das ist das dritte diesmal in der Folge und ich habe gerade einen ganz merkwürdigen Ton drin gehabt. Und ich schlage jetzt erstmal vor, dass wir uns direkt ins Gefecht stürzen. Wie gehabt, ich hatte mich jetzt vor, eigentlich meine ganzen Offiziere hier drauf zu bekommen auf 100%. Je nachdem, wie ich spiele und wie oft wir jetzt gerade abkacken, wird das auch relativ schnell durchgehen. Habe ich jetzt mal so die Hoffnung. Dann auf ins... Habe ich gleich Traktor drin? Ja. Auf ins Gefecht. Ja, dann habe ich mir auch noch gedacht, dass ich, ich habe jetzt, ja, wie in der letzten Folge erfahren habe, erstmal alles freigeschaltet und tralala und ein bisschen neu aufgewertet. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich jetzt versuche, mich ein bisschen nach schlau zu machen, was genau ich, worauf ich genau drauf gehen will. Weil das hat keinen Sinn, wenn ich mir die gesamte Garage vollstelle und das sieht zwar schön aus, aber das will man nicht haben. Weil irgendwann werde ich dann gezwungen sein, für Echtgeld dann irgendwelche komischen Garagenplätze zu kaufen. Und ganz ehrlich, ich bin zu knickerig dafür. Ich sehe es nicht ein, dass ich jetzt dass ich jetzt Geld ausgeben soll für Sachen, die ich eigentlich schon habe. Und da ist dann halt Entscheidungsfreiheit gefragt. Na, wie ich schon beim letzten Let's Play gesagt habe, das ist jetzt hier nicht so eine Geschichte für nach dem Motto Pay to Win. Ne, kauft euch einen Premium-Account oder was auch immer. Nein, es geht wirklich nach dem Motto, du wirst am Anfang oft abgeschossen. Die stecken sie das Rohr von hinten, wie auch immer rein. Ihr könnt euch denken, ich will jetzt hier nicht FSK 18 Scheiße machen. Das tue ich nicht. Das wird mir irgendwann zu merkwürdig. Ja, jetzt brettern wir ein bisschen durch. Es ist gar nicht erleicht. Doch. Bin ich senil? Oh ja, da ist der erste Bimbo. Er ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie. Wir sind erledigt. Raus hier. Oh Mann. Jetzt hat der Penner mich beschädigt. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass ich nicht, dass ich irgendwie die heil rauskomme. Aber da hängen die auch alle rum. Hallo? Was geht denn hier ab? Komm, Baby. Dich hole ich mir. Natürlich hängen da natürlich so viele Typen herum. Was? Von wo? Wer hat mich abgeschossen? Das war irgendein Penner hier. Duka, wo ist denn der? Da. Auch mit dem Leichttraktor. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kleine Sack. Ich hatte die Hoffnung, dass ich den kaputt kriegen kann. Was ist am Arsch? Ja, so viel zu dem Thema, wir müssen gewinnen. Egal. Dann, ich habe ja noch jede Menge andere Panzer drin. Zur Not nehme ich auch ein paar chinesische. Die Chinesen haben es einfach drauf in der Hinsicht. Und dann hole ich mir mal den... Was heißt das eigentlich? Kampfwagen oder Panzerkampf? Das ist wahrscheinlich Panzerkampfwagen, ne? Jo, dann auf. Auf die Pferde. Was ist das hier eigentlich für eine komische Zahl? Ach so, angemeldete Spieler. Auf dem ganzen Server, okay. Bin jetzt bei WOTEU2. Ich habe jetzt einfach mal beim Einloggen automatisch gemacht. Bin nur hoffen, dass ich da irgendwie drauf komme, aber... Okay. Das macht dann, wenn ich... Das macht irgendwie was um 250, 300.000, ne? Los geht's! Wenn ich davon ausgehe, dass da genauso viele auf dem ersten Server drauf sind. Das ist nicht schlecht. Für ein Spiel, das noch relativ jung und relativ neu ist und noch so ein paar Macken hier und da hat. Nicht schlecht. So. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen klein hier. So minder bemittelt. Das ist
kann sein, dass es normal ist, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut hier. Entschuldigung. Husten. Immer noch. Ja, dann mache ich einfach mal die letzte Taktik. Bin ich einfach geradeaus durchgefahren? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin geradeaus durchgefahren. Dann biegen wir hier mal links ab. So ein GPS ja auch, GPS-Navigationssystem wäre auch nicht schlecht. Wir biegen sie links ab. Oder rechts ab. Wow! Was geht denn hier ab, Freunde? Ich bin noch nicht mal da, Leute. Ich will Ruhe haben. Was geht mit euch ab? Hier, Dritter Weltkrieg. Das mag ich ja. So, an der Seite gammeln hier gerade auch so ein paar Leute durch. So. Nice. Nee. Slowly and steady, ne? Wow. Oh, ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen. Ich will nicht sterben. Nicht nochmal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzer. Fahrzeug zerstört. Ich hab irgendwie das Gefühl, die können mich nicht leiden. Und der fährt da ja so lustig durch. Ja, einfach nur. Einfach mal so YOLO, ne? Oh. Nein, ich wollte nach vorne fahren. Ach, scheiße. Ah, Mann. Ja, den knallen sie jetzt ab. Scheiße. Was ist das? Ach ja, jetzt gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Ja, so viel, wie gesagt, am Anfang, wenn man Vollpfosten ist, dann wird man oft abgeknallt. Mit oft meine ich auch oft. Mit Betonung auf oft. Betonung ist so oft, dass es irgendwo hier anfängt und in München endet. So oft. So viel oft. Ich glaube, das ist jetzt rübergekommen. Man wird oft abgeknallt. So. Wir gehen hier langsam die Panzer aus. Was haben wir da noch? Leichter Panzer, Jagdpanzer. Jagdpanzer hätte ich wohl mal gerne. Jo, das habe ich ja noch gerade so in der Tasche drin. Ach, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, hier automatische Reparatur. Ja, mein Leichttraktor ist wieder da. So, wir haben zwei Gegner, blicke ich jetzt gar nicht. Ich hab, das kann ich verstehen. Ich habe den zwei hier Schaden gemacht. Und Module beschädigt. Aber das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wieso ist der denn da drin? Hm. Egal, ich frage nicht nach. Wenn das zu der Liste kommt, bitte. So. Dann probieren wir. Ich gucke jetzt eben kurz nochmal noch beim Leichttraktor nach, ob es da irgendwas Besonderes gibt. Nee. Ach ja, das fällt mir gerade noch so ein. Das musste ich auch noch machen mit Verbrauchsmaterial. Niederlage. Ja. Passiert, wenn ich nicht dabei bin, ne? Das kostet so viel, so scheiße viel. Und ich scheiße leider kein Geld. Wortwörtlich. Ich meine, das wäre schön, aber nee. Ja, wir werden wohl so jetzt erstmal durchkommen müssen. Dann ballern wir uns jetzt erstmal da so durch. Mann, diesen Husten werde ich auch nie los. Ja, wir sind in Malinovka. Malinovka. Das ist Russisch. Oder Polnisch. Los geht's. Oder beides. Soll mir jetzt auch egal sein. Ja, ich habe natürlich keinen Plan, was die Stärken des Panzerjägers sind. Aber nur um mal auszuprobieren, wäre es nicht schlecht, den zu nehmen. Ich weiß nicht, was der für eine Range hat. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden der macht. Ich habe keinen Plan, was der Typ macht. Aber die Karte, die kenne ich und das ist gut. Und darum fahren wir da über A
A5 durch. Über A3, A5, irgendwo da eine Ecke. Boah, diese Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit, das ist atemberaubend. Ich habe ja schon Angst, dass ich zu schnell fahre und irgendwo gegen den Baum. Ja, er schießt erstmal los und ich tucker hier so ein bisschen noch durch die Gegend. Jetzt so im Nachhinein hätte ich erst das Ding aufwerten sollen, aber ich wüsste nicht wie. Oh, oh. Ernsthaft? Ich kann den Turm nicht bewegen, das ist aber doof. Natürlich, der ist jetzt hinter dem... Die schießen. Die schießen auf mich, was ist das denn? Ja, ich habe jetzt schon das Gefühl, der Panzerjäger wird nicht so meins sein. Ja, im Nachhinein fällt mir jetzt gerade auch wieder auf, ich habe ja schon seit ewigen Let's Plays mal versprochen, um Musik reinzusetzen. Jetzt sehe ich auf jeden Fall die Notwendigkeit gegeben, weil League of Legends hat man wenigstens noch irgendwie Abwechslung, aber wenn man so über die Landschaften tuckelt und wenn ich selbst nachdenke, kommt einem da ziemlich deprimierende Antworten hindurch. Und das will ich nicht. Das macht mir den ganzen Tag wieder kaputt, oder beziehungsweise den ganzen Abend. Wow. Da komme ich nicht hin. Der gammelt da irgendwo auf Viertel vor Dienstag rum. Old MacDonald hat eine Farm. Ja, fahr mich ruhig an. Links vor rechts geht ja wohl nicht mehr. Ne? Oh. Ach, der kümmert sich drum. Ich habe den gespottet, dass das funktioniert so. Ey, willst du mich hier verarschen? Oh! Alter, über da... Wer hat mich da getroffen? Ja, wieder aus dem Gebüsch raus, ne? Wer war das? Von Christoph. Christoph, Finde ich aber doof. Ich will ein Gefecht mindestens überleben in einem Let's Play und nicht ständig nur abkacken und sterben. Ach Gott, ey. Ja, so wie es aussieht, wird das, ich habe jetzt gedacht, 2, 3 Gefechte, aber wenn ich ständig abkacke, ne, dann könnte ich eigentlich noch hinten dran welche, also eigentlich noch welche hinten dran hängen. Nur ich frage mich, wie ich die sehen soll. Ja. Ja, dann mache ich weiter damit. In der Hoffnung, dass ich jetzt endlich mal was Gutes um die Ecke bekomme. Der Leichttraktor ist voll aufgerüstet, das heißt, er ist nicht so langsam. Aber Panzerjäger wird, glaube ich, nichts für mich. Selbstfallerfette muss ich auch noch ausprobieren. Aufträge und Events, da muss ich auch noch mal nachgucken. Da habe ich noch nie nachgeguckt. Ah. Scheiße. Ja, jetzt, ich habe mir auch echt überlegt, dass ich mir mal, ich wollte mir schon nämlich vor Ewigkeiten, ich weiß nicht, wann das war, wollte ich mir eine Webcam besorgen. Ja, dass ich das dann reinrende und dann alle Augenkrebs bekommen von mir. Aber vor allem, dass sie dann sehen, wie ich... Auch, dass ich mich ärgere. So. Aber ich... Bis jetzt könnt ihr das noch gut raushören, habe ich die Hoffnung. Ja, solange ihr jetzt nicht vollkommen... nicht empfänglich für Ironie seid. Halt nicht empfänglich... Ich habe kein besseres Wort als nicht empfänglich. Keinen besseren Begriff. Wort nicht. Vollkommen unempfänglich. Das wird wahrscheinlich auch noch gehen. Das hört sich so komisch an. So, da ist der erste.
Aber schon wieder die gleiche Map. Ich hoffe, die wird mir diesmal nicht zum Verhängnis. So, da habe ich schon mal den ersten Olivenbaum umgenietet. Ich glaube, das war ein Olivenbaum. Das kann nur ein Olivenbaum gewesen sein. Fahre ich hier noch mal ein paar Mauern in der Nachbarschaft rum. Das kommt bestimmt gut. Nach dem Motto, hallo Nachbar. So, dann traue ich mich mal etwas weiter vor. Oh. Da kommt Besuch. Hochkritische Treffer. Alter, lass den Scheiß. Finde ich uncool. Ich will ein paar Kills. Na, er nietet da erstmal ein paar Bäume um. Oh doch, den habe ich gekillt. Wie habe ich das denn bekommen? Ich habe gerade den... So, Freundchen. Ich glaube, ich habe die Kette getroffen. Jo. Oh, da schießt einer. Besser der als ich. Ey, du machst mir Kratzer an den Lack. Will ich aber nicht. So, die prügeln sich da hinten nochmal. What? Wer schießt da? Leute, ich sehe beileibe nicht. Wer schießt denn da wie so ein Bekloppter? Reinball. Nee, Allertrist. Das ist irgend so ein scheiß Scharfschützen-Ding. Wahrscheinlich so ein Panzerjäger oder sowas. Das, was uns gerade in dem Panzerkampfwagen passiert ist. Ich trau mich da nicht hin. Ich weiß, was passiert, wenn ich da hingehe. Oh Gott, ey. Ja, dann mache ich jetzt hier erstmal die Biege. Ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht schaffe ich es mich irgendwo da hinten, um da oben hinzustellen. Aber das bezweifle ich. Ich glaube, der Abfang ist zu steil. So Spikes an die Ketten dran basteln und dann da hochlaufen. Mann, der kam echt scheiße. Der kam gerade echt scheiße. Was denke ich mir bei sowas nur? So, im Sinne von Forest einfach mal alles umnieten. Hat einem vor die Flinte kommt. Naja, bei Forest nicht direkt vor der Flinte, aber was einem vor der Nase kommt. So, da kommt aber einer, ein nettes Opfer. Kann ich schon sagen, das ist ein Opfer, wenn ich als Snoopy durch die Gegend tändel? Sieht er mich? Sieht er mich? Sieht er mich? Ja, er hat mich gesehen, scheiße. Und da hängt auch noch einer rum. Auf den freue ich mich auch ganz besonders. Nice. Nee, slowly and steady, ne? Wir sind auch nur noch so wenige. Was ist mit dem Rest passiert? Sind wir draufgegangen? So. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Als wenn ich natürlich direkt jetzt irgendwo gefahren. Was ist denn das? Ich habe keinen Plan, was das ist. Oh geil. Auf sowas freut man sich. Ich habe keinen Plan, wo die anderen. Ja. Fahr zur Hölle, du kleiner Penner. Habe ich gerade einen Dreifach-Kill gemacht? Oh, cool. Ich freue mich, Freunde. So, jetzt brauchen wir nur noch Javo. Javo. Bestimmt irgendwas ostukrainisches, Schrägstrich, ostpolnisches, was auch immer. Irgendwo aus dem Ostblock. Nur die Frage ist, wo hängt dieser Penner jetzt gerade rum? Aber dass ich so viele Kills bekomme, ne, da freue ich mich. Wo hängt der Typ rum? Was ist denn das für ein Scheiß? Ist das wieder so... Ach, das ist der Panzerjäger, ne?
Na, Alter, siehst du ihn? Achtung mal den Koordinaten A2. Ich sehe gerade absolut gar nicht. Irgendwie, ich fahr mal lustig dem jetzt hinterher. Feuerbereit, einverstanden, okay. Ich finde den Leichttraktor aber für Noobs, sowas wie mich, finde ich nicht schlecht. Zwar lahmarschig wie sonst was, aber wir sind mit vollem Leben hier. Irgendwo hier hängt der Kerl rum. Ich hoffe nicht hier irgendwo im Gebüsch. Ach so, ich nehme den gerade schon. Ich habe gerade gedacht, wann nimmst du den Ding denn ein? Jo, da muss ich mir irgendwo noch eine schöne Ortschaft suchen. Jo, da hinten, der versucht gerade die Base einzunehmen. Aber es wird ihm, glaube ich, nicht gelingen. Müsste eigentlich nicht. Und der Kollege da unten, der kümmert sich da eigentlich schon drum. GG-Team. Ja, eigentlich dürfte er nicht packen. Der hängt da unten jetzt so ein bisschen rum, guckt sich die Welt an. Alter, kassiert da viel Schaden. Ja, Stützpunkt ist eingenommen. Ich freue mich, Freunde. Sehr schön. Und wir haben 2 Siege, schön. Und wir haben 4 Panzer gekillt. Noch nicht meine Bestleistung, aber besser als nichts. Das lag aber allerdings auch meistens daran, dass die uns ständig vor die Flinte gelaufen sind. Ja, nach dem Motto YOLO. So, jetzt gucke ich gerade, was die Zeit sagt. Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt mal so tollkühn und behaupte mal, wir gehen wieder ins Gefecht rein. Eins machen wir noch. Allerdings, wenn wir abkacken sollten, und davon gehe ich jetzt gerade stark aus, dann werde ich nicht nachgucken, was es war. Und ich werde auch nicht drauf warten. Ich habe, ich muss noch so viele Klamotten hier noch machen. Kann ich jetzt nicht drauf warten. Da habe ich keine Zeit für. Ich bin ja schon froh, dass ich irgendwie Zeit zum Aufnehmen habe und zum Let's Playen und zum Quatschen und Sprechen und was kann ich sonst noch machen? Schlafen! Los geht's! Trinken und essen. Ich habe Hunger. Ja, wir sind jetzt wieder in unserem netten Viertel hier. In meinem Block. Darf man das noch in meinem Block? Ach ja. Die Zeit vergeht. Jeder Sekunde. Ja, auf geht's. In den Tod. Da freut man sich doch drauf. So, jetzt mal voller hier mitnehmen. Was anderes? What? Ich hab das so angestoßen. Was ist das denn für ein Grafikbug? Also wenn es kein Bug ist, dann empfehle ich den Entwicklern, das wirklich ein bisschen abzuändern. Zumindest ein klein wenig. Das wäre nicht schlecht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. So, jetzt stelle ich mich mal nach dem Motto YOLO hier rein. Wow, ja, der ging nicht durch, ist klar. Ja, hier, YOLO. Der Typ hängt da drin rum. Ich mach den keinen Vorwurf dadurch, aber... So, wir haben dem 81-7 Schaden abgezogen. Der ist draufgegangen. Was ist denn das? Ist das so eine Selbstfallerfette, Schrägstrich Artillerie? Ich habe hier natürlich keine View auf irgendwas anderes. Aber ich sehe, da hinten sieht man relativ viel Bewegung. Irgendwo da hinten muss auch noch einer von denen rumhängen. So, jetzt guck ich. Oha.
Ja, Kommandant ist aus. Alter, ey, drückt ja viel Schaden, der Penner. Alter! Erwischt. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich gehe zurück. Ich will nicht drauf gehen. Lass mir noch ein bisschen Spielraum. Aber ich glaube, die Rüstung haben wir dem jetzt vollständig weggehauen. Hallo, von wem bekomme ich denn hier Schaden, Freunde? Ach, von dem Kollegen. Ich sollte in der nicht so reinrennen. Wow! Nein! Ach, scheiße! Ich habe keine Reaktion mehr. Ja. Aber wir haben zwei Leute gekillt. Glaube ich. Ich hab's nicht gesehen. Moment mal, wer hatte da keine Granaten? Sieht generell gerade ein bisschen schlecht aus. Wir werden da richtig auseinandergenommen. Ja. Wie gesagt, zurück zur Garage. Garage. Das erinnert mich so an diese Family Guy Folge. Was gibt's als Aufträge? Baut eure Festung. Anzahl gewinnen sind das Gefecht. Vorgaben. Auftrag kann mit jedem Fahrzeug. Gewinnen Sie das Gefecht, überleben Sie das Gefecht. Gefechtstyp. Bollwerke. In Arbeit, in Basiserfahrung, auf den Fahrzeugkauf, okay. Ja, dann gucke ich mal eben kurz hier in der Forschung rum. Wir haben gesagt, ja, wir haben nicht genug Gold, wir haben gesagt, wir wollen uns einen leichten Panzer holen. So, ich komme mit den Panzerkampfwagen komme ich da natürlich gut klar. Selbstverlafette weiß ich noch nicht. Darum würde ich sagen, wir gehen mit den leichten Panzern erstmal hier durch. Das heißt ja... hätte ich mir denken können. Das wollte ich eben kurz gucken. Wir haben einen Panzer abgeschossen. Moment mal. Hilfe bei Zerstörung, Schade. Das sind doch meine Kumpels gewesen. Ach so, jetzt blicke ich. Ja, gut. Ich habe den assisted, aber die sind dann nicht zerstört worden am Ende. Nicht genug EP. Ja, dann rüste ich mal hier eben kurz mein Zeug hier auf, mein Shit. Einmal gebe ich dem Kollegen noch einen besseren Motor. Dann laden sie ihr Fahrzeug. Ja, Laufwerk verbessere ich jetzt auch eben kurz mal. Einbauen. So. Jetzt eben kurz mal gucken. Gucken. Dauer für das Nachladen der Granate dauert mehr. Mittlere Durchschlagskraft 30. 23. Dann würde ich allerdings sagen, dass ich mehr dann auf die, auf den Scheiß drauf gehe. Also ich kaufe es mir jetzt mal. Und das hole ich mir, da das ja nötig ist für diesen anderen Scheiß. Somit haben wir die Kiste relativ gut verstärkt. Ja klar, das hier mit Funkgeschichte und so weiter. Aber da müssen wir jetzt nicht hin, das ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Jo. Gibt's noch was zu sagen? Ich habe jetzt im Gefecht, da haben wir schon geguckt, Comment. Hat mir schon alle Gefechtstutorial, muss ich jetzt glaube ich nicht zeigen. Kaserne Bollwerk wollte ich auch noch mal gucken. Clan Boll. Ach ja, stimmt. Das ist man kann Verteidigungsanlagen bauen und da kann man dann mit einem Clan. Ich habe einen im Blick, wo ich dann zu hingehören möchte. Kann man mit seinem Clan da so eine kleine Festung aufbauen. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen. Allerdings bin ich gespannt, was daraus wird. Und ich lasse mich mal überraschen. Ja, zurück zur Garage.
Ja, so viel zu meinem Let's Play. Ich bedanke mich für jeden Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play World of Tanks. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es, und wenn ihr mehr sehen wollt oder wissen wollt, wann ich ein neues rausbringe, dann abonniert mich doch einfach. Der Abo-Knopf ist unter meinem Namen, den müsstet ihr relativ leicht finden können. Ansonsten für Fragen, Probleme, Kommentare, was auch immer, schreibt es in die Comments rein oder schickt mir eine E-Mail. Beides ist möglich. Beides wird gelesen und beides wird auch beachtet, je nachdem, was drin steht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.